Hallo und herzlich willkommen. Hier mitten in der Nacht fahren wir los und wollen gucken, dass wir Material finden, um Batterien für unseren Rover und für unseren Anzug zu bauen. Ich muss, glaube ich, tatsächlich... ich müsste jetzt eigentlich Licht anmachen. Bei euch kann man was sehen, bei mir gar nicht. Aber wir haben halt keine Batterien mehr. Das bedeutet, wir müssen, glaube ich, doch ohne Licht fahren. Wir wollen einen Punkt ansteuern, der ist jetzt hier drüben. Da gibt es nämlich auch noch ein Abbaufeld. So, jetzt muss ich gleich gucken, ob da irgendwas drin liegt, was ich nicht sehe. Ja. Cool, oder? Nur leider überhaupt nicht zu gebrauchen, jetzt gerade hier in diesem Feld. Wir wollen nach da fahren. Denn hier unten soll es nämlich noch eine Abbaufläche geben. Und ich weiß nicht, hier oben in der Ecke könnte es sein, dass da noch eine Kiste steht. Huch. So, ich hoffe, dass es hier Zink und Kupfer gibt. Mittendrin in der Säure. Ja, hier haben wir noch nicht genug Korrosionsschutz. Tatsächlich können wir hier nicht stehen bleiben. Wir verlieren so schnell an... Das geht nicht. Schnell wieder raus. Schnell wieder raus. Das geht so nicht. Ja. Das war doof. Ich dachte, wir halten das aus. Doch, jetzt fahren wir ganz schnell nochmal hier drüben in das Tal. Weil, so wie, wenn ich mich richtig erinnere, stand hier nämlich noch eine Kiste rum. Ziemlich versteckt. Ich kann das gerade nicht bei euch mal gucken. Ja, ich kann gerade nicht so viel erkennen. Ihr merkt schon, wir müssen dringend was daran machen, dass wir nicht so viel Strom verbrauchen. %30. Wir müssen es auf jeden Fall schaffen, über den Berg zu kommen. Aber gleich die Landbrücke sehen. Wie immer fahren wir wieder sehr, sehr knapp mit unserem mit unserer Energie. 15%. Vielleicht, wenn ich kein Gas gebe. Ich nehme mal das Gas weg. Wir lassen uns mal rollen. Und ich fahre mal nicht mit Vollgas, wie ich das sonst immer mache. Guck mal, das scheint zu funktionieren. Wenn ich nicht so viel Gas gebe, dann sparen wir Strom. Alles klar. Wieder was gelernt. So, theoretisch müssten wir jetzt gleich auch geheilt sein oder repariert sein, wenn wir jetzt hier durchgefahren sind. So, wieder repariert. Ja, das war natürlich jetzt eine Tour, die hat uns nicht sehr viel gebracht, weil wir haben jetzt einfach, da war nichts dabei. Aber wir machen gleich die nächste Tour. Wir starten hier oben drüber und muss ich nochmal kurz gucken. Jetzt riecht es hier nach Essen bei mir. Es ist ja voll gemein, wenn ich am Aufnehmen bin. Eisen und Aluminium und da hinten ist noch ein Abbaufeld, da möchte ich noch hin. Wir waren eben da gewesen. Wir sind hier oben drüber gefahren. Nach hier drüben, da war dann hier dieses Säurefeld, dann sind wir hier entlang, hier so und hier wieder zurück. Jetzt fahren wir hier hoch. Das ist das, was wir abgebaut haben schon.
Hier sind die ganzen Einschläge. Wir fahren nach da. Hier oben müsste eine Kiste stehen. Dann fahren wir hier durch und da runter. So. Nee, wir tanken erst nochmal kurz Energie. Komm. Ja, gut. Mit maximaler Energie. Okay, jetzt fahren. Wie kann man das denn machen, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit mit Vollgas fahren? Solange ich bergauf fahre, muss ich wahrscheinlich Gas geben. Ich bin mal ein bisschen vorsichtiger. So, hier ist das eine Abbaufeld, da wollen wir aber nicht hin. Wir wollen noch ein Stück weiterfahren. Ich gebe jetzt mal nicht so viel Gas. Wir lassen uns jetzt einfach mal hier so ein bisschen rollen. So, ich muss mal kurz anpeilen, wo wir hin müssen. Ja, hier so durch. Kommen wir da sicher runter? So, jetzt hier hinten müsste jetzt gleich das Feld auftauchen. Und ich kann es noch nicht sehen. Moment. Ich müsste, da drüben müsste das sein. Das ist auf jeden Fall eine Kiste. Dann fahren wir doch mal darüber. Können wir nochmal scannen. Ah, siehst du, da ist Carbon. Ah, hier gibt es nur Carbon. Nehmen wir Carbon mit, jetzt sind wir schon da. Ah, Mann, so ein bisschen Carbon vielleicht. Ja, ja, Handbremse. So, wir nehmen ein bisschen Carbon mit. Vielleicht so zwei Ladungen. Wir müssen ja auch Carbonstahl herstellen. Ich schätze mal, Carbonstahl ist auf jeden Fall eine der wichtigsten Zutaten. Carbon drin. So, wie viel Platz haben wir denn jetzt noch? Ja gut, dann würde ich sagen, lassen wir es mal dabei und wir fahren mal kurz hier rüber zu der Kiste und ich hoffe, dass es da vielleicht irgendwas Interessantes gibt. Zu schnell. Hier gibt es, ja, Small Medikit, Antiseptic, Fabric und Small Plastic. Simple Plastic. Da können wir vielleicht irgendwelche Kanister draus fertigen. Soll ich die mal mitnehmen? Nehmen wir mal mit, ja. Das andere weiß ich gar nicht. Ich habe das im letzten Spiel überhaupt nicht gebraucht. Wir haben das immer nur verkauft. Aber wir könnten auf der Rückfahrt vielleicht oben nochmal in dem anderen Feld ein bisschen was holen. So, die Staubteufel tun uns schon mal nichts mehr. Ah, da ist noch eine Kiste. Hier riecht's voll nach Essen, Mann. Das ist echt gemein. So. Was haben wir denn hier drin? Wir haben Copper Wire drin, wir haben Fabric, wir haben
Transistoren. Ja, aber das können wir uns ja merken. Wenn ich das nämlich jetzt mitnehme, muss ich es irgendwo lagern oder ich muss es wegwerfen. Weil man kann es leider nicht irgendwo in eine Kiste packen. Das ist kein Spiel, wo man was in die Kiste packt. Ups. Das war jetzt blöd. Oh, wir haben aber Scrap gekriegt. Ich kann. Ah ja, genau, man kann ja jetzt überall baggern. Du kannst ja nicht nur in diesen Feldern hier. Hallo? Irgendwie. So. Das sieht irgendwie gefährlich aus. Ja, es hat sich ja voll gelohnt. Wir sind voll. Wir können weiterfahren. Wieder wie eben. Ich gebe nicht die ganze Zeit Gas. Ich gebe nur so schubweise Gas. Oh. Okay, muss das noch einschlagen. Also wir haben wieder mal es geschafft, nichts Besonderes mitzubringen. Was habe ich denn jetzt dabei? Warte mal. Das ist alles nicht so prickelnd, oder? Das ist alles nicht so toll. Ich würde sagen, wir laden erstmal aus. Wir haben noch genug Strom. So, Requirement. Aha. Hast du keinen Strom mehr? So, FE brauchen wir nicht auszuladen. Aluminium müssen wir nicht ausladen. Scrap laden wir aus. Flaschen laden wir aus. Carbon laden wir aus. Und Kupfer. Kupfer bräuchten wir eigentlich, um Batterien herzustellen, aber da fehlt uns noch Zink. Zink, 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 Zink. Kein Zink. Aber Aluminium und Eisen werden wir auf jeden Fall los. Gut, ich fahre erstmal tanken und dann können wir hier ein bisschen die Schäden reparieren. Fahren wir doch gerade schon mal das hier an. So. F. So, hier muss also auf jeden Fall Eisen rein. Da hätten wir schon mal 2 noch dazu. Das heißt, ich muss hier nur noch 21 hinbringen. Ich muss das anders aufschreiben. So, Aluminium. Wir gucken mal kurz. Alu brauchen wir für die Windkraftanlagen. So, packen wir hier mal 3 Aluminium rein. So, das wäre dann hier oben. Das sind dann nur noch 17. Umführung. Huch. So, aussteigen und... Dann müssen wir leider wieder reparieren. Was ist denn hier alles kaputt? Das ist kaputt. Das ist kaputt. Das ist kaputt. Also gleich bekommen wir auch Ärger, weil wir gleich keine Reparatursachen mehr haben.
keine Munition mehr. Also jetzt nicht so in den nächsten paar Minuten, aber bald werden wir da echt uns drum kümmern müssen, dass wir Reparaturmunition herstellen. So, erledigt. Fertig. Gut. Die Hydroponik, die ist auf der anderen Seite kaputt. Ganz schön heftig. Heftig kaputt. So, hier auch. Ja, und da ist die Batterie, da ist die Reparaturmunition schon wieder leer. So, hier vorne die Kiste. Die haben wir schon komplett ausgeplündert. Die ist leer. Oxygen hätte ich noch was da. Also da haben wir kein so großes Problem mit Oxygen. Aber mit Reparatur, Munition. Da sieht es schlecht aus. Wir gucken auch gerade nochmal hier in die Kiste. Was war denn hier alles drin? So, wir haben hier drin auch nochmal Simple Plastic, dann Schmiermittel, dann hier Kupferkabel, Transistoren, also wie heißt denn, Gummidichtungen. Ja, Circuitboards bringen ziemlich viel Geld ein. Ach, sieh an, noch was kaputt. So. Okay, dann ist natürlich jetzt hier auch, stimmt, wir haben ja hier noch mehr jetzt stehen. Da müssen wir jetzt auch immer nachgucken, dass das hier in Ordnung geht. Ja, können wir eigentlich hier durchlaufen? Nee. Explorator. Ja gut, diesmal ist er wirklich nicht geparkt. Ich wollte gerade sagen, wir haben schon wieder keinen Strom mehr. Gut, was müssen wir jetzt haben? Wir brauchen... Zink. Wo bekommen wir Zink her? So, also wir konnten... Hier ist unsere Basis. Da könnte auch ruhig ein Basiszeichen mal sein. Hier durch, dann fahren wir hier rüber. Okay. Und da war hier immer die russische Basis. Ach, wisst ihr was? Die Karte ist gedreht worden. Oder können wir die Karte auch drehen? Kann mal gucken. Können wir die Karte drehen? Nö. Hier sieht man schon, da ist auch so eine Struktur. Da sind auch irgendwelche Bauwerke. Wenn wir jetzt hier, da fahren wir hier durch, dann hier rüber. Dann ist hier noch eine Struktur. Also hier ist eine riesige Struktur, da ist eine kleinere Struktur. Und wir fahren immer zu der kleinen russischen Basis. Die ist, die ist, glaube ich, hier. So, also wir brauchen jetzt erstmal, was war das? Eisen und Magnesium. Wir könnten da hinten mal hinfahren. Man konnte hier oben drüber fahren und dann kommst du dahin. Das können wir mal machen. Gut. Nochmal tanken, damit wir nicht hier gleich ohne Strom dastehen. Ching. Und wieder zurück. Komm, komm, komm. So. Und zwar geht's da hinten hoch. So.
So, jetzt muss ich gerade mal gucken, Recyclingzentrum brauchen wir nur noch Eisen, 21 Eisen. Da bekommen wir wieder Punkte. Und dann würde ich gerne die Punkte investieren in unser Autochen hier, also unseren Rover, um ein bisschen die Effizienz oder das die gespeicherte Energie zu verbessern. Wir haben auch schon lange nicht mehr gespeichert. Das sollten wir gleich auch gleich mal tun. Jetzt unten ankommen, speichern wir erstmal vorsichtshalber. Daneben ist die Abbaustelle. Gut, hier gibt es Aluminium und Pure Copper. Das ist jetzt erstmal speichern, ganz kurz. So, wir haben hier zwei manuelle Saves. Wir nehmen mal den hier. Gut. Und ist das jetzt... Ach, hat er schon. Gut. Dann können wir hier rausgehen. Das ist nicht so toll gemacht. Gut. Kurz mal scannen. Vielleicht gibt es ja hier noch, das sind Geysire. Guck, da hinten sind ja welche noch dazugekommen. So, was haben wir hier? Unbekannt. Auch unbekannt. Hier gibt es, da waren wir schon gewesen. Also könnten jetzt auch so fahren und hier hinten wieder rein. Aber so viel Strom haben wir nicht. Hier oben, da ist auch ganz viel Pure. Und das da ist unbekannt. Aber da konnten wir irgendwie nicht hinfahren. Alter, da gibt es irgendeine Barriere. Wir kriegen kein Zink. Man konnte hier irgendwie nicht durch... doch, man konnte schon da durchfahren, aber es ist, glaube ich, voll der Umweg. Und mit ohne Batterie, ohne zusätzliche Batterien will ich das gerne, würde ich das gerne nicht machen. Da würde ich gerne vorher noch ein paar Batterien laden. Gibt es noch Kisten? Seht ihr noch Kisten? Ich glaube, hier unter der Brücke steht eine Kiste. Können wir da irgendwie durch einen Trick hingucken? Könnten da hinfahren. Ich gebe gerade ganz wenig Gas. Ich meine, hier wäre eine Kiste gewesen. Aha. So. Ich weiß allerdings nie, was... Also ich weiß, dass da Kisten stehen. Das weiß ich noch von unserem letzten Spiel. Aber ich weiß nicht, was drin ist. So, ich würde mal auf Bremse, damit wir hier... Oh, Stainless Steel. Stainless Steel. Carbonstahl? Ja, das ist cool. Dann haben wir hier Kleber. Dann das hier, das ist alles nicht so. Ja, Sanitation Tablets, damit können wir irgendwie Wasser herstellen, aber wir haben eh Wasser ohne Ende, das heißt, es lohnt sich gar nicht. Das hier war allerdings super toll, dass wir das gefunden haben. So, damit hat die Tour sich um einiges gelohnt, also auf jeden Fall gelohnt, und zwar... Hätten wir das sehr, sehr aufwendig herstellen müssen. Jetzt müssen wir unseren Schatz nur noch nach Hause bringen. Carbonstahl. Ich fahre erstmal hier hoch. So. Carbonstahl brauchen wir 10 Stück. Und zwar für die Windkraftanlage. Und Stainless Steel brauchen wir momentan noch nicht. Aber das kommt noch.
So. Das ist ein Geysir. Ihr seht so eine Kiste, das lohnt sich ehrlich, die zu untersuchen, weil da kann manchmal schon was ganz Cooles drin sein. So, ich hatte gesagt Windkraftanlagen. Und wenn ich mir jetzt nur den Stand von dem 3D-Drucker und von dem 3D-Drucker angucke, dann würde ich sagen, packen wir das schon mal hier drüben rein. Der ist nämlich schon weiter. So, packen. So, hier, Carbonstahl. Dann haben wir 2 Stück von den 5. Dann haben wir hier Aluminium ist noch hier rein. Ja, guck mal, haben wir schon ein gutes Stück vorangebracht. Jetzt geht hier auch gleich der Drucker schon ein Stück höher. So, das hat sich schon mal gelohnt. Jetzt müsste man nur noch rausfinden, wo wir Zink herbekommen. Denn ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht... Bleib doch mal stehen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie wir... Jetzt machst du mir da so ein Button. Jetzt ist hier so ein Zeichen. Wir könnten höchstens mal... Da waren wir schon gewesen, da waren wir gewesen. Und das hier haben wir, glaube ich, auch schon ergründet. Ne, wir waren hier bei den beiden. Das hier haben wir, glaube ich... Wir könnten hier die 2 mal anfahren und mal gucken, ob wir da noch Zink bekommen. Das war aber ziemlich knapp, weil wir ja... Da brauchen wir auch Batterien, um da hinzukommen. Ich weiß nicht, wo wir die noch hernehmen sollen. Silika, hier ist Carbon. Hier gibt es aber Aluminium, das können wir gut gebrauchen. Kobalt, Eisen... Da gibt es nur Carbon. Kupfer. Ja, das wäre... Also wir brauchen Zink. Hier oben, das weiß ich gar nicht mehr, was da drin war. Und die anderen sind hier wirklich weit weg. Also wir waren ja schon... Wir waren ja schon... Hier sind wir runtergefahren auf der Suche nach Titanium. Das ist die Rampe, die nach unten führt, das ist die Rampe, die nach oben führt, dann sind wir hier durch, hier sind die Geysir und dann sind wir hier entlang. Und wir waren schon hier, da haben wir vergessen zu scannen, so wie es aussieht. Ja, aber ihr seht, die Karte ist noch ein bisschen größer. Huch. Ja, also, wir haben noch nicht so viel erkundet, hier seht ihr es. Und die Karte ist noch ein Stück. Da gibt es noch einiges zu erkunden. Die Karte ist schöner gemacht worden im Gegensatz zu früher. Da ist auch noch irgendeine Struktur. Hier ist auch irgendwas Strukturmäßiges. Na, aber das dauert noch, bis wir da hinkommen. So, wir haben jetzt erstmal das Problem, dass wir keinen Zink haben. Hm. Den haben wir ja eben besucht. Ja, wir können nicht so... Hier ist Zink, aber nur zu 10%. Das ist blöd, weil, ja... So viel Batterie haben wir halt nicht. Also wir müssen jetzt, glaube ich, erstmal gucken, dass wir unseren... Ja, hier. Wir fahren als nächstes mal das hier an, weil da gibt es Eisen und Aluminium. Das können wir beides sehr gut gebrauchen. Und da werden wir da ein paar Touren hinfahren. So, jetzt habe ich aber lang genug gelabert. Macht's gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Schon wieder 30 Minuten verbraucht. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Hier ein Blick auf 2 von vielen Serien auf meinem Kanal. Schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.